Er hat auch schon besser gespielt. Heute ist es für ihn natürlich auch nicht so ganz einfach. Kümmert sich auch Knirsch häufig um ihn, sichern ab. Das ist sicherlich einer der angenehmen Gegenspieler. Alle bis auf Tom Pforde in der HSV-Hälfte. Fehler Golz, die große Möglichkeit, er spielt ab, das Tor, der Ausgleich. Der Babybomber Scharping und die St. Pauli-Fans hier vor uns wollten gerade gehen. Und dann lädt er den FC St. Pauli ein, HSV-Torhüter Richard Golz zum Ausgleich. Nachbarschaftshilfe, missglückt. Der Abstoß, Pisarev sieht, dass da recht Scharping kommt, 2-2 und mit viel Glück hätte auch gut und gerne an den Pfosten gehen können. Aber was für ein Fehler von Golz, 90. Minute. Das 2-2 und die Reaktion von Felix Magath. Tja, da wirst du wahnsinnig. Das sind die Situationen. Wie kann man so die Nerven verlieren? Das sind die Situationen. Ich möchte kein Trainer sein. Nee, das auch nicht, aber in dem Falle möchte ich auch kein Torwart sein. Das natürlich auch, ja, klar.